Hallo zusammen, im nächsten Video der Reihe Jeder kann programmieren lernen, Grundlagen. Wir sind im dritten Teil unseres Tutorials und wollen uns heute mit Zahlensystemen beschäftigen. Zumindest will ich das. Okay, warum ist das für das Verständnis des Rechners so wichtig? Der Grund liegt ganz simpel daran, dass der Computer ausschließlich Zahlen verarbeiten kann. Deswegen nennen wir ihn ja auch Rechner. Jetzt wird der eine oder andere denken, ich nutze ihn zur Textverarbeitung oder ich optimiere meine Fotos mit dem Rechner. Das kann man ja machen mit unseren PCs, aber wenn der PC dies macht, dann verarbeitet er tatsächlich sämtliche Daten als Zahlen und zeigt sie nur anders an. So ist beispielsweise jedem Buchstaben eine Zahl zugeordnet. Wenn wir also einen Text schreiben, werden im Rechner lediglich Zahlen abgelegt. Also, Grund genug für uns, sich mit dem Aufbau der Zahlen mal etwas intensiver zu beschäftigen. Wir beginnen mit dem uns bekannten Dezimalsystem. Einfach aus dem Grund, um dort die Grundgedanken von Zahlensystemen besser zu verstehen. Wir wissen ja, dass wir 10 Ziffern zur Verfügung haben. Man hat den Zifferntvorrat auf unsere älteste Rechenhilfe angepasst, unseren Händen. Wir haben 10 Finger und somit nutzen wir auch 10 Ziffern von 0 bis 9. Wenn wir unsere Finger jetzt durchnummerieren, sehen wir, dass die kleinste positive Zahl die 0 ist. Wir nummerieren also von 0 bis 9 und nicht von 1 bis 10. Diese Tatsache wird uns später bei den Arrays nochmal beschäftigen. Nun, mit diesem Zifferntvorrat können wir jetzt anfangen zu zählen, eben von 0 bis 9. Wenn wir die Zahlen 0 bis 9 aufschreiben, dann schreiben wir die Ziffern hierfür auch auf die Position der Einerstellen. Wenn wir nun weiterzählen wollen, dann gehen uns jetzt die Ziffern aus. Was wir dann tun ist, wir nutzen die nächste Spalte, in der die Zehnerstellen sich befinden. Dort stand bis jetzt nichts, wofür auch die 0 verwendet werden kann. Die Positionen der Ziffern bestimmen also die Wertigkeit, weshalb wir von einem Stellenwertsystem sprechen. Zum Weiterzählen setzen wir die Einerstellen wieder auf 0 und zählen nun stattdessen die Zehnerstellen um 1 hoch, in unserem Fall von 0 auf 1. Nun können wir wieder ganz normal die Einerstellen erhöhen, bis wir wieder bei der 9 angelangt sind und somit wieder die Zehner um 1 erhöhen und die Einer wieder auf 0 stellen. Dies machen wir nun, bis wir irgendwann auch bei der Zehnerstelle keine Ziffern mehr haben, weil die 9 erreicht wurde. Also brauchen wir jetzt die Hunderterstellen. Setzen die Einser und Zehner auf 0 und erhöhen die Hunderter von 0 auf 1. Somit haben wir ein System geschaffen, welches uns erlaubt, unendlich lange weiterzuzählen, da wir links immer eine neue Stelle hinzufügen können. Mathematisch drückt man die Wertigkeit der Stelle übrigens mit der Potenz der Basis 10 aus, da wir ja 10 Ziffern haben. Die Einer drückt man mit 10 hoch 0 aus. Die Zehner mit 10 hoch 1, die Hunderter mit 10 hoch 2 und so weiter und so fort. Sehen wir uns unser System nochmal in Aktion an. Und zwar bei einer beliebigen Zahl, sagen wir die 187. Wir sehen, dass die drei Ziffern 1, 8 und 7 auf den Positionen 2, 1 und 0 liegen. Den eigentlichen Wert erhalten wir, wenn wir die 7 mit 10 hoch 0, also 1 multiplizieren, die 8 mit 10 hoch 1, also 10 multiplizieren, die 1 mit 10 hoch 2, also 100 multiplizieren und die drei Ergebnisse zusammenzählen. Nun, das war jetzt sichtlich im Kreis gerechnet. Wir haben also bewiesen, dass 187 gleich 187 ist, aber im nächsten Zahlensystem werden wir sehen, dass wir diese Vorgehensweise tatsächlich nutzen können, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. So, sehen wir uns als nächstes das Dual- oder Binärsystem an. Duales steht für 2, also können wir sagen, unser Computer hat nur 2 Finger, mit denen er rechnen kann. Der Zifferntvorrat ist also 2, weshalb wir nun die Ziffern 0 und 1 haben. Alles andere bleibt jetzt gleich. Wir können die Wertigkeiten jetzt auch berechnen, hier jetzt aber mit der Basis 2 und rechnen somit 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3 und so weiter. Dadurch ergeben sich jetzt die Wertigkeiten der einzelnen Positionen mit 1, 2, 4, 8, 16 und dann wird es mit 32, 64, 128 und so weiter weitergehen. Mehr brauchen wir nicht. Wir können jetzt ganz normal arbeiten, wie mit dem Dezimalsystem auch. Wir beginnen also beim Zählen wieder bei der 0
und danach gehen wir unseren Zeichenvorrat wieder aufsteigend durch. Jetzt landen wir bei der 1. So, jetzt haben wir schon alle Zeichen verbraucht. Das passiert hier schon nach der 1. Zum Vergleich beim Dezimalsystem war das erst bei der 9 der Fall. Also machen wir hier wieder das gleiche wie beim Dezimalsystem. Wir füllen vorne mit Nullen auf und zählen jetzt die nächste Stelle, also in dem Fall die Position unter der 2, also 2 hoch 1, von 0 auf 1 hoch und setzen die aktuelle Stelle, also die ganze rechte, wo wir eben am Ende unserer Ziffern eben bei der 1 angekommen sind, wieder auf 0. Und somit landen wir jetzt bei der 1, 0. Diese 1, 0 hat mit der Dezimal 1, 0 jetzt nichts mehr zu tun. In Dezimalen ist es halt die 10. Im Dualsystem steht diese 1, 0 für die 2, also für zwei Elemente. Wir werden später sehen, dass wir bei den Zahlen, welche nicht aus dem Dezimalsystem stammen, eine Markierung anbringen, um sie richtig lesen zu können, weil 1, 0 kann ja eben, wie gesagt, aus beiden Zahlensystemen kommen. Hier jetzt in diesen Slides beschränke ich mich jetzt erstmal nur auf die Farbgebung. Ich habe hier jetzt mal alle Dualzahlen rot markiert und die Dezimalzahlen rechts daneben einfach in schwarz. Ja, jetzt können wir wieder ganz normal weiterzählen. Wir können quasi diese Position wieder, also die rechte Position wieder hochzählen. Wir haben jetzt von 0, können wir jetzt weiterzählen, jetzt auf die 1 und landen jetzt bei der 1, 1, was dem Dezimalsystem der Zahl 3 entspricht. So, jetzt sind wir schon wieder an der letzten Stelle oder an der letzten Ziffer angekommen. Und zwar nicht nur bei der Position ganz rechts, sondern auch bei der daneben. Das heißt, wenn wir jetzt die rechte Spalte wieder hochzählen wollen, müssen wir hier wieder bei der 0 anfangen. Dadurch müssen wir an der zweiten Spalte, also dort unterhalb der 2 hoch 1, müssen wir jetzt auch wieder hochzählen und wieder auf die 0 gehen, weil wir sind ja auch hier am Ende unseres Zeichenvorrats angelangt. Und somit müssen wir jetzt die nächste Stelle verwenden. Das ist dann die Stelle unter der 2 hoch 2. So, das heißt, wir landen bei der 1, 0, 0. Beim Dezimalsystem wäre das erst bei der 99 passiert. So, und jetzt können wir so weiterzählen. Eben 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 und so weiter und so fort. In den beiden ganz rechten Spalten sehen wir jetzt das Dezimalpendant. Also ich habe jetzt quasi für jede Zeile eine eigene Zahl bei 0 beginnt und dann gehen wir hier runter bis 19. So haben wir einigermaßen den Überblick, welche Wertigkeiten wir hier haben. So, jetzt gucken wir uns mal eine Dualzahl noch mal etwas genauer an. Ich habe jetzt hier die Zahl 10011 gewählt und hier sehen wir, dass wir insgesamt 5 Positionen haben, 0 bis 4, und diese wollen wir jetzt genauso interpretieren wie vorher beim Dezimalsystem, wo wir so ein bisschen im Kreis uns gedreht haben. Also, wir beginnen mit der Position 0. Hier finden wir eine 1 und multiplizieren sie jetzt mit der Wertigkeit dieser Position. Und das war 2 hoch 0, was 1 ergibt. Das heißt, 1 mal 2 hoch 0 ergibt 1. Wie ihr seht, mische ich jetzt ein bisschen die Zahlensysteme. Ich interpretiere jetzt die 1 tatsächlich als Ziffer und als Zahl 1, die aber, solange ich nicht höher gehe, gleichbedeutend ist mit dem Dezimalsystem. Das heißt, ich rechne es einfach 1 mal 2 hoch 0 und das ergibt 1. So, dann kommt die nächste Position, das ist die Position 1. Dort steht auch wieder eine 1 und die multipliziere ich jetzt mit 2 hoch 1 und das ergibt die 2. Also 1 mal 2 hoch 1 ergibt 2. Jetzt gehen wir weiter. Und zwar haben wir hier die Position 2 und jetzt rechne ich hier 2 hoch 2. Das würde eigentlich 4 ergeben, weil wir ja an der Position 2 sind. Und diese 4 multipliziere ich jetzt aber mit der 0, die wir in der Position 2 finden. Und 0 mal 4 gibt nun mal 0. Also ist das Ergebnis dieser Multiplikation 0. Wir gehen weiter. Position 3.
Dort steht jetzt auch wieder die 0. Das multiplizieren wir mit 2 hoch 3. Das würde 8 ergeben, aber mit 0 multipliziert kommt wieder die 0 raus. So, jetzt geht es weiter. Position 4. Hier haben wir wieder eine 1 stehen. 1 mal 2 hoch 4 ergibt nun 16. Und jetzt haben wir alle unsere Werte ermittelt. Und jetzt können wir den ganzen Kram aufaddieren, wie vorher auch, und landen bei der 19. Das heißt, dass 1, 0, 0, 1, 1 dual gleich 19 Dezimal ergibt. Ja, was lernen wir jetzt daraus? Dass wir jede Dezimalzahl mit Hilfe von Dualzahlen auch darstellen können. Das ist einfach, man kann sich das vorstellen, wie wir benennen das Gleiche mit einer unterschiedlichen Sprache. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, 19 Stifte vor mir liegen habe, dann kann ich sagen, es sind 1, 9 in Dezimalsystem Stifte. Oder ich kann sagen, es sind 1, 0, 0, 1, 1 im Dualsystem Stifte. Das ist genau der gleiche Sachverhalt, halt einmal in der Sprache Dezimalsystem dargestellt und einmal in der Sprache Dualsystem dargestellt. Nun, der Vorteil des Dualsystems ist, dass sie eben dass diese Einsen und Nullen sehr einfach vom Computer dargestellt werden kann. Weil ein Computer kann den Zustand 0 sehr einfach durch Schalter offen, Transistor nicht geschalten, Strom nicht da, Spannung nicht da oder ähnliche physikalischen Größen sehr einfach darstellen. Und die 1 wäre dann wiederum Strom vorhanden, Schalter geschlossen, Spannung vorhanden, Transistor durchgeschalten etc. Da kann man sich dann überlegen, wie man das dann technisch eben darstellt. Auf Festplatten beispielsweise wäre es dann ein Magnetelement ist in die eine Richtung ausgerichtet und 0 wäre in die andere Richtung. Das heißt, die Darstellung von zwei einfach nur unterschiedlichen gegenteiligen Zuständen ist technisch sehr, sehr leicht darstellbar und das machen wir uns eben beim Computer zunutze. So. Also wir haben ein Zahlenformat definiert, welches auf die Möglichkeiten des Computers hin optimiert wurde. Und jetzt haben wir eigentlich die wichtigsten Zahlensysteme abgeklappert, das Dezimal- und das Dualsystem. Was jetzt noch fehlt, ist das Hexadezimalsystem. Also hier ist die Basis jetzt 16. Wir brauchen also einen Zeichenvorrat von 16 Ziffern. Wie im Dualsystem auch, nutzen wir die ersten Ziffern wie im Dezimalsystem. Das heißt, jetzt nicht die ersten zwei, sondern eben alle 10. Ab dann benötigen wir aber neue Zeichen. Der Einfachheit halber hat man sich jetzt auf Buchstaben geeinigt, und zwar beginnend bei A. Die Hexadezimalzahl A steht also für die Dezimalzahl 10, das sehen wir ja ganz rechts. Folglich können wir jetzt die Buchstaben B bis F für die nächsten Zahlen verwenden, was den Dezimalzahlen 11 bis 15 entspricht. Nun sind wir auch beim Hexadezimalsystem am Ende des Ziffernvorrates angelangt und müssen nun die nächste Stelle bemühen. Wir gehen also bei 1,0 weiter und zählen nun die linke Spalte, die rechte Spalte beginnend bei 0 wieder hoch. Soweit so simpel. Die große Frage ist aber, wofür benötigen wir das jetzt eigentlich mit diesen 16 Ziffern? Die Antwort ist relativ banal. Das System wird genutzt, um Dualzahlen einfacher darstellbar zu machen. Sehen wir uns bei den Dezimalzahlen an, wo der Sprung von einstellig auf zweistellig passiert. Hier wechseln wir also die Zahlenbreite. Sehen wir uns das gleiche mal beim Hexadezimalzahlensystem an. Das ist jetzt hier bei der Dezimalzahl 15 auf 16 oder Hex eben von 0f auf 1,0. Wenn wir jetzt mal die Position markieren, bei denen das Dualsystem die Breite verändert, so sehen wir, dass wir zum einen mehr Sprünge haben, klar, das liegt an der reduzierten Anzahl des Ziffernvorrates, und dass wir den Sprung von 4 auf 5 Stellen an exakt der gleichen Stelle haben, wie der Hexadezimalsprung von 1 auf 2 Stellen. Dies liegt ganz einfach daran, dass die Basis 16 eine Zweierpotenz ist. Insofern können wir sagen, dass wir eine Gruppe von 4 Dualziffern exakt einer Hexadezimalziffer zuordnen können. Dies entspricht einer eindeutigen Zuordbarkeit. Also wir können jetzt zu jeder Hexzahl oder Ziffer
eine Vierergruppe von Dualzahlen zuordnen, beziehungsweise umgekehrt, vier Dualzahlen kann ich dann exakt eine Hexzahl zuordnen. Wofür ist es nun sinnvoll? Sehen wir uns mal folgendes Rechteck an. Wir haben hier so eine grüne Farbe und die Farbgebung innerhalb des Computers wird in aller Regel mit den Werten Rot, Grün und Blau realisiert, wobei alle drei Werte mit einer achtstelligen Dualzahl angegeben werden. Diese lautet 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 für Rot, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 für Grün, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 für Blau. Im Ganzen also 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Puh, also sollte jetzt eigentlich jedem klar sein, dass wir so nicht arbeiten können. Solche Zahlenkolonnen kann sich kein Mensch merken. Aber genau hierfür haben wir die Hexadezimalzahlen. Was wir jetzt machen ist, wir teilen unsere riesige Zahl in Vierergruppen, wobei wir hier darauf achten müssen, dass wir von rechts beginnen, die Vierergruppen zu bilden. Danach suchen wir für jede Vierergruppe die passende Hexadezimalziffer, also die 1110, welche wir auf der Position 14 finden. Die zugehörige Hexziffer lautet E. Ja, also können wir dieses E hier auch entsprechend hinschreiben. Die nächste Viererkombi schauen wir uns jetzt an und das war die 1000. Und hier haben wir wiederum hexadezimal die Ziffer 8. Also schreiben wir sie hier hin. Und so können wir nun alle weiteren Vierergruppen suchen und zuordnen. Unsere Zahl lautet also jetzt A9D18E. Damit kann man jetzt arbeiten. Wir halten also fest, das Hexadezimalsystem ist nichts anderes als ein Komprimierungsverfahren für Dualzahlen. Wer hätte das gedacht? Also ein ZIP-File für Dualzahlen. Ja, damit haben wir dieses Mysterium auch geklärt. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis auf die Notationsvorgaben. Wenn wir eine Dualzahl schreiben, dann kennzeichnen wir entweder die Basis als kleine angehängte Zahl, das ist üblicherweise so in der Mathematik, oder wie in der Informatik üblich, hängen wir ein 0b für Binary davor. Also b steht für binär. Dezimalzahlen würden mit einer angehängten 10 markiert und in der Informatik fehlt jegliche Markierung. Man geht also einfach davon aus, wenn nichts dran steht, ist es dezimal. Hexadezimalzahlen erhalten konsequenterweise die 16 als Suffix in der Mathematik und in der Informatik würde man hier ein 0x, x für Hex, davor setzen, damit der Rechner die Zahl eben als Hexadezimalzahl erkennt. So, ja, jetzt haben wir gelernt, wie der Rechner in der Lage ist, mit 0 und 1 Zahlen speichern zu können und wie wir das auch einigermaßen effektiv aufschreiben können. Ja, auch im nächsten Video werden wir uns noch um Grundlagen kümmern müssen und zwar werden wir uns dort das Thema negative Zahlen mal anschauen. Wie schafft es der Rechner, nur mit Nullen und Einsen negative Zahlen im Speicher abzubilden? Ja, also ich bedanke mich jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.